Guten Abend allerseits auch von meiner Seite und vor allem guten Abend Mario Ilien, unseren ersten Gast beim Kamingespräch. Ich freue mich sehr, dass das klappen konnte. Und weil wir ja schon ein bisschen vorgeschritten sind, würde ich gerade in Medias Res gehen. Und vielleicht kannst du mal erklären, wie kommt ein Bündner dazu, einige der besten Formel 1 und Rennmotoren überhaupt zu bauen. Ja, guten Abend einmal alle zusammen. Ja, das ist ein relativ langer Weg. Und zwar, ich bin eigentlich schon als kleiner Bub interessiert an Auto und Motoren, aber besonders Rennsport. Aber da hat es natürlich in Chur nicht einen Weg gegeben, was man sich da irgendwie können etablieren oder irgendwie zusammenarbeiten mit dem. Und habe mich dann für eine Lehre entschieden. Maschinenzeichner, bin auf Ems. Dazu mal vom Oswald, also Ems-Chemie. Und habe dort Maschinenzeichner gelernt. Ich habe dann während der Lehre mehr Motoren und Autos gezeichnet. So. Und habe mich dann auch entschieden, während der Lehre, was ich das Autotech mitmachen will. Weil ich habe das als Sprungbrett gesehen, was man mit dem, was ich hätte können, weiterkommen konnte. Das hat aber Voraussetzung gehabt, dass man, wenn man nicht vom Autogewerbe kommt, dass man mindestens ein Jahr ein Praktikum auf dem Autosektor macht. Dann wollte ich das verbinden mit einem Aufenthalt in Genf. Wir haben dann 23 Garagen angeschrieben. Davon 3 Absagen und 1 Zusage. Und von den anderen habe ich nichts gehört. Also die Auswahl war relativ klein. Ich bin dann trotzdem auf Genf. Das war ein kleiner Betrieb. Und zwar hat das ein Deutscher geführt, Kuhn & Förk hat er geheißen. Der hat Porsche und BMW gemacht. Der hat nicht offizielle Betrieb für diese Fahrzeuge, aber vor allem hat er ab und zu einen verkauft und hat Reparaturen gemacht. Das war zwar noch ganz interessant dort. Jeder konnte Motoren auseinandernehmen und Getriebe und revidieren und so. Ich habe eigentlich recht viel gelernt, aber nichts verdient oder fast nichts verdient. Ich habe in Genf dazu mal 320 Franken gekriegt im Monat und 185 für die Wohnung gezahlt und mit dem Rest dann nicht mehr leben. Relativ eng gewesen. Und über den Kuhn & Förk habe ich dann den Hans Funder kennengelernt. Und der hat Formel 3 und Formel 2 Motoren revidiert in Genf. Und da bin ich zu dem mal am Samstag und habe ihn gefragt, ob er für mich nicht Arbeit hätte, am Wochenende. Da sagt er, ja, eigentlich hätte er nichts zu tun, aber wenn ich schon da sei, kann ich die Werkstatt aufräumen und die Werkzeuge ein bisschen putzen. Und ich denke, ja, das ist mal ein guter Anfang. Und dann hat er Samstag, Sonntag bei dem geschafft und das ist dann immer ein bisschen weitergegangen. Noch eine Weile konnte ich ein paar Motorenteile putzen und reinigen und zusammensetzen noch nichts zu dieser Zeit. Aber es ist dann immer ein bisschen weitergegangen. Und dann hat mir hier 7 Franken eine Stunde operiert. Was für mich ja, schon recht viel Geld war. Aber etwa 3 Monate hat er mir nichts gezahlt. Der Gurt natürlich muss recht eng schnallen. Ja. Aber es hat sich dann weiterentwickelt und war dann recht interessant, für den zu arbeiten. Und ich hatte noch einem Jahr eigentlich ein Tech wählen. Dann hat er mir gesagt, ja, er hat, ob ich nicht Interesse hätte, zum Bonnier zu gehen. Dann suche ich Leute. Dann dachte ich, ja, das Tech kann ein Jahr warten. Gehe ich zum Bonnier. Und dort war der Heini Mader als Chefmechaniker. Und ich bin dann mit einem Engländer zusammengekommen, um ein Auto zu betreuen. Das waren die 2 Liter Sportwagen, wo der Bonnier in Europa gefahren ist. Und das war natürlich faszinierend. Und als die 2 Mechaniker mussten natürlich alles machen. Das Auto musste vorbereiten. Er hatte einen Opel Blitz, so mit einer Rampe, etwa 30 Grad, haben wir die dann aufgeladen und ist ganz Europa nochmal angefahren. Tag und Nacht. Und dann noch das Auto eingesetzt. Aber natürlich sehr viel gelernt in dieser Zeit. Und ich bin dann bei dem Bonnier gewesen, da musste ich noch ein Militär machen. Und dann ist der Bonnier dann leider tödlich verunglückt in Le Mans. Ich glaube, 1971 ist das. 72. 72.
Und dann habe ich natürlich keine Arbeit gehabt. Und der Tech-Anfang ist dann erst 1973 im Frühling, wäre das gewesen. Da bin ich zum Funden zurück und dann gefragt, ob er Arbeit hätte für mich. Da sagt er, ja, im Moment eigentlich nicht, aber einen Tag später hat er mir angerufen und gesagt, du kannst doch zeichnen. Er hätte einen Franzosen, Fritz Stalder, der wette, was er immer zwei Formel 2 Motoren macht. Und ja, noch jetzt überlege ich, denke, ja, das ist jetzt eigentlich wäre das eine Gelegenheit. Und bin zum Funden zurück und gesagt, ja, wir probieren das. Dann haben wir ein Zeichnungsbrett in die Werkstatt gestellt, mitten drinnen neben dem Ofen, weil es nicht zu kalt war. Und dann habe ich dort angefangen zu zeichnen. Zu dieser Zeit hat der Formel 2 Motor auf einem Vierzylinder Serienmotor, also Serienblock, aufgebaut werden. Wo wir haben den Chrysler 180 gewählt. Und der Motor hat ROC geheißen, Racing Organisation Kurs. Der ZIG, das ist eine Werkzeugmaschinenfabrik in Genf, die haben das Werkzeug für den Zylinderkopf gemacht, das Modell, das man nicht gießen konnte. Und wir sind dann auf Matzingen, glaube ich, das geheißen, Aluminiumgüsserei, sind wir die Köpfe gießen gegangen. Und dann in Genf, in Charmy, haben wir die dann auch bearbeitet. Ja, und das Zeug ist gelaufen. Also wir haben Köpfe gemacht und Pumpen und Kurbelwellen, also das ganze Zeug ist dann natürlich noch dazugekommen. Aber der Motor ist zum Laufen gekommen und ist dann am Anfang an Bergrennen eingesetzt worden und ein bisschen später an Sportwagenrennen. Unter anderem sind wir mit dem auf Le Mans und haben sogar können, das Jahr wüsste ich jetzt nicht mehr, sechsten Platz im Gesamten können erreichen mit dem Motor. Aber das ist immer noch vor dem Tech. Das ist vor dem also Tech. Eigentlich autodidaktisch. Ja, hast du dir das irgendwie beigebracht, oder? Weil ein Motor kann man nicht einfach so bauen, oder? Ja, ich habe natürlich viel zu lesen über Motoren und Sachen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, andere Motoren anzuschauen. Und ja, das andere war dann auch vieles sicher intuitiv. Der Funde hat natürlich auch ein Gespür für diese Sachen. Also zusammen haben wir das eigentlich gut stand gebracht. Und auch von der Leistung her, dass es eigentlich recht gut funktioniert. Und ich bin während meiner Ferien im Tech bin ich dann jeweils wieder zum Funde. Und habe dann dort weitergeschafft und dort weiterentwickelt. Dann ist der Funde leider auch tödlich verunglückt. Die Werkstatt war ein bisschen neben draußen, ein Formel 3 Auto. Wieder aufbauen und ist gut testfahren. Auf der öffentlichen Straße. Wie man das gemacht hat damals. Ja, wie man es so gemacht hat. Ja. Natürlich nicht angeschnallt, nichts. Und ist in eine Telegrafenstange reingegangen. Hat ihn gedreht. Und dann ist natürlich dann, im 72 ist dann noch die Ölkrise, die wir hatten in dieser Zeit. Und im Rennsport ist eigentlich dann nicht mehr viel los. Das ist, glaube ich, glaube, ist im 76 gekommen. 75, die Ölkrise. Das ist schon ein Böhner gewesen. 74 ist das gewesen. Ja gut, im Rennsport ist dann alles ein bisschen zurückgefahren worden. Also die Tätigkeiten dort sind nicht mehr so gross gewesen und es war schwierig, auch etwas gewesen zu finden. Ich habe im 76 dann das Tech fertig gehabt. Habe dann aber nicht Autotech gemacht, sondern als ich dann den Studienplan gesehen, haben wir entschieden, was ich im Maschinenbau mache. Weil ich eigentlich wollte konstruieren und wollte auf dieser Seite betätigen. Autobau war ein bisschen mehr, oder für mich wenigstens, wenn ich es beurteilt habe, ist ein bisschen mehr richtig gegangen, Organisation und Versicherung und das, solche Sachen, die mir eigentlich nicht passt hat. Und dann, als ich dann fertig war mit dem Maschinenbau, habe ich einen Job gesucht, irgendwie im Sektor Motoren. Auf Anhieb da nichts gefunden. Dann habe ich entschieden, was ich eine Solaranlage bauen. War ja heute wieder gefragt, oder? Ja, 76 habe ich meinen Papa gefragt, ob er mich finanzieren tät, was ich im Haus bei uns eine Solaranlage bauen. Der hat dann eingewilligt, dann ein halbes Jahr das Zeug gemacht, gezeichnet, Speicher
Schweißelo und aufgestellt, also die ganze Anlage bauen. Und dann war ein Job ausgeschrieben bei der Mowag in Kreuzlingen. Und Mowag hat zu dieser Zeit Dieselmotoren gemacht für ihre Panzerfahrzeuge. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt, das wäre noch interessant, dort zu arbeiten zu gehen. Und bin dann auch dorthin. Und es war eigentlich eine super gute Zeit. Der Ruf, der Besitzer von der Mowag, hat einen Sohn gehabt und der hat Thermodynamik studiert an der ETH. Und der hat eine Spielwiese gebraucht. Und der Vater hat ihm die Spielwiese gegeben, eine Motorenabteilung mit Maschinenpark und Prüfständen und allem. Und der hat dort einfach ein bisschen rumgegönnt. Also in der Zeit, als ich dort war, habe ich nie einen Auftrag gekriegt. Ich konnte machen, was ich will. Alles, was interessant war, konnte ich machen. Budget hat es auch keines gegeben. Hat man einfach machen und tun, was interessant war. Und was natürlich für mich sehr, sehr, sehr schön war. Keine Rechenschaft müssen abgeben. Und da können rumspielen mit diesen Motoren. Das bin ich dort gewesen, 2,5 Jahre. Und dann habe ich meine Mutter ein Telefon gekriegt. Und der Heini war bei Cosmos, der war natürlich immer in Verbindung mit dem Rennsport und hat ihnen erzählt, was er da kennt, wo der Rockmotor gemacht hat. Und durch das ist dann die Verbindung entstanden, was Cosmos ein Interesse hat, zu denen, dass ich zu denen gehe. Bin dann einen schönen Tag auf Northampton gefahren und habe mir beim Keith Duckworth vorgestellt. Das Vorstellungsgespräch hat etwa 6,5 Stunden gedauert. Okay. Also es ist nicht ein Vorstellungsgespräch, wie man sich das vorstellt. Sondern der Keith Konstruktionsdiskussion. Duck, Konstruktionsdiskussion und da hat mir gerade ein paar Probleme vor den Tisch gelegt. Okay. Und er wollte wissen, wie ich das jetzt dort löse und so weiter. Und nach dem Gespräch hatte ich dann den Job gehabt. Ich konnte dort anfangen und habe dann eigentlich 5 Jahre Cosmos erleben. Es war zwar sehr schwierig, der Anfang. Ich war zu dieser Zeit der einzige Ausländer bei Cosmos. Und die Engländer konnten natürlich nicht verstehen, was jetzt da als Schweizer bei ihnen arbeiten sollte. Sie haben viel nicht begriffen. Und dann war noch eine Schwierigkeit, was der Keith mich angestellt hat, direkt unter ihm. Die ganze Hierarchie hat er auf der Seite gelassen. Also ich war eigentlich nur ihm gegenüber verantwortlich gewesen. Und da hatte es natürlich einen Haufen, die nicht sehr zufrieden waren mit dieser neuen Konstellation dort drin. Und ja, da musste ich dann mich schon ein bisschen durchsetzen, dass ich da nicht untergegangen wäre. Und hat vielleicht der Bündner Gring dir schon ein bisschen geholfen, oder? Ja, aber das ist dann gleich noch. Ich meine, da sind dann Sachen passiert, was die mir Bestellungen annulliert haben. Mhm. Und Zeug und Sachen, wo dann gewisse Leute dann wieder Sachen zu leid werden. Aber das hat sich dann relativ schnell geändert. Wo ich ein paar Sachen können machen konnte, die funktioniert haben, ist dann das relativ schnell besser geworden. Und ich habe dort dann eigentlich wirklich ganz tolle Möglichkeiten gehabt, bei denen können Motoren zu entwickeln und voll im Rennsport dabei zu sein. Und das ist immer um die Achtzylinder gegangen, oder? Es ist vorwiegend um die Achtzylinder gegangen. Der eine, dann, das ist der letzte Sauger, den wir gemacht haben bei Cosmos, der DXY. Und dann der Cosmos Sierra, den ich auch machen durfte, wo ich dort war. Aber vorwiegend von Wachtmotoren. Aber dann sind dann Turbos gekommen zu dieser Zeit. Und nach 5 Jahren hatte ich das Gefühl, ja, jetzt müsste ich mal auch meinen Lebensunterhalt verdienen. Verdient habe ich natürlich nicht viel bei Cosmos. Aber das war so gewesen, zu dieser Zeit. Im Rennsport war man relativ schlecht zahlt. Also es ist so weit gegangen, was ich 84 Ende Jahr den Flug in die Schweiz nicht mehr leisten konnte.
Okay. Und dann hat es natürlich eigentlich nur eins gegeben, Flucht nach vorne. Und der Paul Morgan, der auch bei Cosworth war, der war etwa 14 Jahre schon dort, der hat mit mir verschiedene Projekte zusammen gemacht. Da hatte ich schon eine Werkstatt gehabt, mit CNC, Fräsmaschinen und Drehbank und so weiter. Dann haben wir am Wochenende haben wir nebenbei noch kleinere Projekte gemacht. Zum Beispiel für Talbo haben wir einen ganzen Motor gemacht. Den Block haben wir aus Stahlteilen zusammen gelötet, weil es keinen Guss mehr gegeben hat. Haben wir den aus Stahlteil ausgeschnitten und zusammengelötet. Und den Zylinderkopf haben wir gegossen. Ja, so kleinere Projekte. Das war ein Vierzylinder gewesen. Das war eine Reihe Sechszylinder. Reihe Sechszylinder? Ja. Ist der nachher irgendwo zum Einsatz gekommen? Er hat ein eigenes Auto gehabt. Oder den Öff haben wir umgebaut auf Einspritzung. Und dann, als ich dem Paul gesagt habe, ich glaube, für mich ist Zeit, etwas anderes zu machen, dann sagt er, ja, warum machen wir nicht etwas zusammen? Und dann ist es darum gegangen, was? Und Geld haben wir natürlich heiß gehabt. Aber dann gleich etwas Gemeinsames wollen machen. Und dann haben wir Roger Penske angerufen. Aus dem Nichts raus? Ja. Und haben ihn gefragt, ob er Interesse hätte an einem neuen Motor für Indy. Wir haben das Gefühl gehabt, Indy wäre jetzt ein Sektor, wo man als Junge einsteigen könnte, weil die Konkurrenz nicht allzu gross war. Dort war Cosworth. Und dort sind noch die alten Offenhauser sind noch gefahren. Und Buick, Chevy hat noch Stockblockmotoren gemacht. Also haben wir das Gefühl gehabt, da könnten wir einsteigen. Der Penske hat gesagt, ja, interessant, schicken wir einen Businessplan und einen Zeitplan. Dann haben wir handgeschrieben, eine Seite Businessplan, eine Seite Zeitplan. Haben ihm das übergeschickt und er sagt, ja, interessant. Kommen wir mal rüber, können wir das anschauen. Aber bevor wir dann auf Amerika sind, hat er einen Anwalt geschickt. Und hat wollte mit uns einen Vertrag machen. Natürlich einen Knebelvertrag. Dann habe ich gesagt, das interessiert mich nicht. So etwas mache ich nicht. Und dann war der Anwalt natürlich ganz verzweifelt. Ich habe gesagt, nein, so etwas unterschreibe ich nie. Und das ein hin und her. Dann war der Kompromiss gewesen. Wir sollen überkommen. Sie zahlen den Flug. Und den Vertrag müssen wir nicht unterschreiben. Dann sind wir rüber. Penske getroffen, am Sonntagnachmittag um 4 Uhr. Der hat in New Jersey gewohnt zur Zeit. Und er hat gesagt, was passt hier da nicht? Er hat gesagt, ja, mir passt überhaupt nicht, wo der Ruf steht. Dann sagt er, also, was wollen wir denn? Dann haben wir erklärt, was wir grüne Wiese wollen. Was wir das, und was wir gleiche Partnership hätten und so das aufbauen. Ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung. Er nehme 50%. Behalte 25% offen, was er das kann einem Hersteller geben. Und mir je 25%. Handschlag. Und hat dem Anwalt gesagt, und morgen, am anderen Tag können wir mit unserem Vertrag aufstellen. Und das war der Star von Ilmor. Das war der Star, ja. Für Ilien Moor für Morgan. Jawohl. Und wir haben in dem Plan drin, dass der erste Motor am 15. Mai 1985 im Prüfstand läuft. Das war wie viel nach dem Star? Das ist. 17 Monate, etwa 17,5 Monate. Okay. Aber wir natürlich eine grüne Wiese noch gehabt. Mhm. Oder müssen kaufen. Und eine Fabrik aufstellen und Maschinen kaufen. Und das alles. Wir haben natürlich einen Plan gehabt. Also das Budget, das wir hier hatten, war 3.050.000 Dollar. Das hat sicher noch viel getönt dort, oder? Ja, es hat noch sehr viel getönt. Und der Penske hat dann noch eine Bedingung gesetzt,
dass wir Rahmengeld holen, mitbringen für die 25%. Dann müssen wir natürlich auf die Bank müssen gehen, Geld aufnehmen, eine Hypothek aufnehmen, was wir uns dann können beteiligen können. Aber das war eigentlich eine gute Sache, was wir das müssen machen mussten. Mir sind natürlich die Gedanken gekommen, wenn ich das müsste zurückzahlen müsste. Ich bin ein halbes Leben am Arbeiten, bis ich das kann zurückzahlen. Also von dem her war das eigentlich eine gute Sache gewesen. Und dann haben wir ein Büro gemietet in Brixworth. Im alten Haus von der Gemeinde. Neben einem Zahnarzt. Dann anfangen zu zeichnen. Also ganz am Anfang muss ich nur sagen, habe ich daheim, 3 Monate habe ich daheim gezeichnet. Im Gästezimmer. Und dann haben wir ein Büro gemietet. Nebenan war natürlich der Zahnarzt immer am Bohren. Aber wir haben dann unsere Motoren gezeigt. Der Paul hat dann seine Werkstatt daheim angefangen zu benutzen. Wir angefangen Teile zu machen. Fabrik aufbauen. In 5 Monaten haben wir Bewilligung gehabt und angefangen zu bauen. Und im November im ersten Jahr hatten wir eine Fabrik gehabt. Und beim Januar sind die ersten Maschinen dort gestanden. Und den Motor haben wir einen Tag zu spät gestartet. Wir haben fast erreicht. Am ersten Tag, wo wir wollten starten, hat die Zündung nicht funktioniert. Und es war bereits so spät, dass wir in der zweiten können auftreiben. Dann haben wir bis am anderen Tag warten. Und wir haben dann nach dem ersten Jahr sind wir, glaube ich, 12 Leute gewesen. Wir hatten Angestellte. Aber es war eigentlich eine super tolle Zeit gewesen, das alles aufzubauen. Da hat jeder am Strick gezogen. Die meisten haben auch geholfen, die Fabrik zu bauen und fertig zu erstellen. Also das ist nicht nur um den Motor gegangen, sondern noch vieles andere. Und ich habe unter anderem habe ich gesagt, wenn wir Motorenprüfstände bauen und eine Bude aufstellen, dann tun wir mit der Energie, die wir mit den Motoren verpuffen, mit der Wärme, mit der Abwärme, tun wir gerade heizen. Da kommt so wieder der Solargedanke kommt wieder hinein. Dann haben wir einen Tank gebaut mit 64'000 Liter Wasserinhalt. Und der Tank war dann der Speicher. Und dort haben wir die Energie von der Bremse, vom Prüfstand und vom Auspuff einen Großteil zurückgewonnen und haben das dort gespeichert. Also es war ein riesiger Tank, ich weiß nicht mehr wie viele Meter hoch. Da hat aber eigentlich der Motor immer ein bisschen laufen, damit es warm geblieben ist. Ja, mit 64'000 Liter Wasser haben wir natürlich schon die Kapazität gehabt, was er viel gehabt hat. Und dann die Energie vom Kompressor haben wir auch noch reingetan. Also vom Luftkompressor. Und wann ist denn der Motor zuerst mal im Rennen eingesetzt worden? Der ist im 86 in Phoenix. Okay. Der ist zum ersten Mal zum Einsatz gekommen. Und das war mit dem Auto, das Penske selber gebaut hat, damals im Pool. Und der Alonzer ist damit gefahren. Wir haben uns eigentlich noch recht gut qualifiziert, weiss nicht mehr welchen Platz. Aber am Start haben wir eine flache Batterie gehabt. Wir mussten die Batterie wechseln und von ganz hinten müssen starten. Aber wir haben während dem Rennen ziemlich schnell aufgeholt. Und dann ist der Heckflügel gebrochen. Das war dann also ein bisschen Flop gewesen, der erste Einsatz. Und wir haben dann im ersten Jahr auch Zuverlässigkeitsprobleme gehabt mit dem Motor noch. Wir haben Probleme gehabt mit den Torsionsschwingungen vom Ventiltrieb, Kurbelwellen. Das hat zur Folge gehabt, dass wir Zahnräder gebrochen haben, dass Ventilfedern gebrochen sind. Also verschiedene gröbere Probleme in dieser Hinsicht. Und durch das ist natürlich die Zuverlässigkeit auch nicht super gut gewesen. Es war zwar schnell gewesen, wenn er gelaufen ist, war er schnell gewesen, aber nicht zuverlässig. Und die Probleme haben wir dann können bis Ende 86 aufheben. Hat man einfach Teile verstärkt, andere Materialien genutzt? Nicht verstärkt.
Wir haben Teile verändert und im ganzen Ventiltrieb habe ich einen Dämpfer entwickelt, ein Dämpfungssystem, und zwar einen Pendelabsorber, wo die harmonische Schwingungen, also die Ordnungen können absorbieren. Und wo dann das zum Einsatz kam, ist, haben wir eigentlich über Nacht Zuverlässigkeit gehabt. Und haben dann im 87 auf Anhieb zuerst reingekommen für die Saison. Und dann war ich erfolgreich von denen. Hat denn der Roger Penske einen Plan B gehabt, wenn der Motor nicht funktioniert hat? Oder? Eigentlich nicht, nein. Hat also viel Vertrauen gehabt? Ja, der hat viel Vertrauen gehabt. Und hat dann auch im 84. Jetzt muss ich überlegen. Oh, 84. Hat er den Deal im Oktober mit GM gemacht, mit Chevrolet. Das ist dann schon zustande gekommen. Die haben dann 25% Teil von der Firma. Mhm. Und die haben dann natürlich auch die Entwicklungskosten dann übernommen, damit das dann funktioniert. Ja, er hat schon Vertrauen gehabt. Aber der Penske ist einer, der ich in etwas investiert und glaubt, auch wenn es zwischen ihnen schief geht, dass das unheimlich unterstützt und auch motivierend wirkt. Also auch wenn man eine Panne kann, ist er immer noch hinter uns gestanden. Das ist noch wichtig, oder? Ja, ja. Und damit ist eigentlich die Grundlage für die Karriere oder für den Erfolg von Ilmor gleich gewesen, oder? Ja, das ist, wir haben dann relativ schnell gewachsen. Durch den Erfolg ist dann so weit gegangen, dass in IndyCar alle Sponsoren gesagt haben, wir haben einen Chevy-Motor haben, sonst kriegen wir kein Geld. Und wir haben durch das, dass es wieder nachteilig gewesen, Konkurrenz verdrängt. Und dann ist fast so weit gekommen, dass wir fast der einzige Motorenlieferant gewesen sind. Und das ist auch wieder nicht gut gewesen, dass wir keine Konkurrenten hatten. Wir haben dann das Glück gehabt, dass Porsche eingestiegen ist. Durch das ist dann wieder ein bisschen Konkurrenz gekommen. Und ja, es ist dann eigentlich relativ schnell bergauf gegangen. Und im 89 haben wir mit dem Penske gesagt, ja, eigentlich möchten wir Formel 1 machen, nicht nur Indy. Und er hat gesagt, ja, das ist gut. Und hat das unterstützt. Und zu dieser Zeit hat er Detroit Diesel gekauft. Und das erste Geld für Formel 1 Motorkonstruktion hat er über Detroit Diesel hat er uns finanziert. Mhm. Und dann ist der Adrian Newey, der hat dazu mal für Leighton House geschafft, für das Team. Und der hat mich angerufen und gefragt, ob wir einen Motor machen. Ich sagte, ja, wir sind mit dem Motor dran. Und der hat dann Interesse gehabt, was Leighton House den Motor nimmt. Weil die sind mit Jet gefahren bis zu dem Zeitpunkt. Aber das Leighton House Team ist dann auseinandergefallen. Weil der Akiri Akagi, das war ein Koreaner, der in Japan gelebt hat. Und der war dort ziemlich stark im Immobiliensektor tätig. Und in den Anfang der 90er Jahre ist das Kartenhaus in Japan ein bisschen zusammengefallen. Und der Akagi hat das gleiche Objekt mehrere Mal als Garantie gegeben, verschiedene Banken. Und das ist dann ein bisschen aufgeflogen, wo es dann eng geworden ist und die Preise von der Immobilie zusammengefallen sind. Und dann hat er sich natürlich auch nicht mehr können leisten, was er als Rennteam hat. Mhm. Und dann ist durch das ist dann die Finanzierung von dem Team ist dann eigentlich ausgeblieben. Nur um eine Grössenordnung zu geben, der hat so viele Schulden gehabt, dass er im Monat über 23 Millionen Dollar hat man einen Abdruck. Als Zinsen? Als Zinsen. Okay. Dann schlafen wir nicht mehr so gut, jetzt haben wir gewisse Leute. Ja. Und der ist natürlich dann, wo das alles auseinandergeht ist verurteilt worden. Und hat dann nur noch eine Schüssel Reis gekriegt pro Tag oder was auch. Okay. Jetzt
Hast ja du gesagt, du hast viel gelesen, oder, wo die Motoren gebaut hast, und auch in die Vergangenheit zurückgeschaut, oder? Wenn jetzt du müsstest so ein bisschen über 100 Jahre Motorenbau, auch Rennmotorenbau zurückschauen, was sind so die richtigen beeindruckenden Motoren gewesen, wo dir so untergekommen sind? Also einer von den ersten Motoren, der mir Eindruck gemacht hat, ist der Merlin Flugmotor. Der, wo der Spitfire, glaube ich. Der Spitfire und Mustang und also relativ viele Flugzeuge, die im Zweiten Weltkrieg geflogen sind. Weil in England hat man natürlich auch Gelegenheit, schöne Museen zu sehen. Mhm. Und solche Motoren sind natürlich auch ausgestellt dort. Das ist eigentlich ein recht beeindruckender Motor. Und dann der DFW von Cosworth. Das war eigentlich auch ein genialer Motor gewesen. Kompakt, und relativ einfach und eigentlich extrem erfolgreich. Das waren eigentlich schon Motoren, die mir enorm imponiert haben. Mhm. Hast du die Wankelmotoren angeschaut? Nein. Nein, weil das grundsätzlich nicht... Das kann nicht funktionieren. Okay. es funktioniert schon, es läuft. Aber ein Wankelmotor hat so einen schlechten Brennraum, was es nie kann effizient sein kann. Was man, jetzt gut, wenn man noch die Abgase anschaut, wird das auch nie die Abgase können erfüllen. Also von der Physik her schlecht. Das hat einen Brennraum mit einer sehr grossen Oberfläche zum Volumen. Mhm. Das kann nicht gut kommen. Reihe 6-Zylinder versus V6-Zylinder? Ja, beide sind attraktiv. Der Reihe 6-Zylinder ist sicher schön vom ganzen Massenausgleich und ist sanft und baut ein bisschen lang, aber eigentlich ist ein gutes Konzept. Der V6 ist schon ein bisschen Murks, aber ist immer noch gut. Ja, wenn schon, dann geht es Bau 12. Okay. Das wären dann zwei Reihen 6-Zylinder sozusagen. Ja, genau. Und mehr Zylinder eigentlich nur noch? Nein, das bringt nichts mehr. Für die Galerie. Galerie, genau. Ich meine, die Zeit der 10-Zylinder-Motoren war natürlich auch sensationell gewesen. Das war auch eine tolle Sache gewesen. Weil man natürlich beim 10-Zylinder weniger Verbrauch hatte. Leichter, weniger Kühlleistung gebraucht hat und von der Leistung eigentlich ebenbürtig war mit dem 12-Zylinder. Und das war natürlich eine ganz spannende Zeit. Da sind wir haben Motoren gebaut bis 19.600 Umdrehungen mit über 330 PS Liter Leistung. Das waren natürlich tolle Zeiten gewesen. Aber das waren Handgranaten gewesen. Mhm, was heisst das? Ja, ein Einsatz und fertig. Okay. Und wie steht der Mario Ilien zum Elektromotor? Ja, der Elektromotor an und für sich ist eine gute Sache. Er hat. Ja, der Anlass. Er hat ein gutes Drehmoment. Hat einen grossen Leistungsbereich, ist kompakt, effizient, also sind viele Vorteile von den Motoren. Aber wo kommt die Energie her? Das ist das grosse Übel. Batterie als Achillesferse sozusagen vom Elektromotor. Ja, Batterie ist sicher nicht die Lösung, wenn man so einen Motor betreibt. Vor allem, wenn man noch schaut, wo der Strom herkommt. Das ist Gesamteffizienz, stimmt einfach nicht. Und ich fahre mit 600 Kilo Ballast rum, ob jetzt die Batterie voll ist oder leer. Mhm. Und die Kombination von beiden, also die Hybridtechnologie aus Rennmotorensicht? Ja, also ich glaube, in Zukunft sehe ich, was man effizienten Verbrenner hätte. Ein kleiner Verbrenner, man braucht nicht 600 PS. Ein kleiner Verbrenner, 60, 70 PS vielleicht, der im optimalen Bereich
Strom erzeugt. Also Verbrennungsmotor, Generator und ein kleiner Speicher. Und dann kann ich den Verbrennungsmotor ein bisschen modulieren, je nachdem, was für ein Profil ich habe, Fahrprofil. Und könnte durch das recht effizient fahren. Weil dann habe ich noch eine Batterie, aber den grössten Teil vom Strom könnte ich direkt dem Elektromotor zuführen. Und ein Verbrennungsmotor in dieser Leistungsklasse, jetzt wenn ich Diesel nehme, bin ich bei 45%, 46% rum. Wenn man einen aufgeladenen Benziner nimmt, kann man auch in die Grössenordnung kommen. Also jetzt Technologien, die wir heute in der Formel 1 haben, wo wir über 50% Wirkungsgrad haben, könnte man einiges davon in einem Verbrennungsmotor einsetzen, in so einem Zweck. Und dann habe ich eigentlich ein sehr effizientes Fahrzeug haben. Und ich kann noch rekuperieren, wenn ich bergab fahre oder bremsen muss. Okay, also da wärst du durchaus offen, also hybridisch. Ja, ja. Aber das ist natürlich nicht ein Parallelhybrid, sondern ein serieller Hybrid. Das ist auch eine Bedingung. Jetzt, wie kommt der Motorenbauer, der immer an der Vorfront von der Technik ist, dann zum Oldtimer? Ja, Oldtimer hat mir eigentlich eine Welt geöffnet, wo eigentlich interessant ist, was man sich mit einem Oldtimer eigentlich um den ganzen Globus kann bewegen. Also die Faszination hat angefangen am 1. Peking to Paris. Und man, wer macht das schon unter normalen Umständen? Und mit dem Oldtimer ist die Möglichkeit plötzlich da gewesen und dann haben wir natürlich müssen entsprechend ein vernünftiges Auto dafür finden, dass man das kann durchstehen. Und das hat mich eigentlich noch recht fasziniert. Also schuldig, was ich das gemacht habe, ist meine Tochter. Die hat das gesehen, das Rennen, oder ein Video gesehen, Peking Paris. Da hat sie gesagt, boah, das ist super. Kannst du nicht ein Auto kaufen? Da habe ich gesagt, ja, das ist viel zu kompliziert. Keine Zeit für das. Hat nicht nachgelassen, immer wieder gestürmt. Und dann ist natürlich dann die Zeit gekommen, wo ich handeln musste. Das hätten wir es nicht machen können. Und dann habe ich die Zitrone gekauft, also Taxi Abo. Der Grund, warum ich den gekauft habe, das sind verschiedene Gründe. Ein Grund ist, das Auto ist sehr stabil. Das erste Auto, das einen Stahl-Monocoque hatte, flachen Unterboden und Frontantrieb. Und Sachen gesehen, die ich gefunden habe, das wäre noch gut, durch die Wüste durchzukarren mit so etwas. Und im Nachbardorf ist so einer vor einer Garage gestanden. Ja, das hat sich dann ergeben, weil ich zu dem und dann gesagt habe, den verkaufe ich. Ich am Anfang nicht so recht will. Am Schluss konnte ich den kaufen und umbauen. Ja, und dann, als ich das dann einmal gemacht habe, sind dann andere Rallyes dazu gekommen, in Afrika, in Südamerika, in Singapur, Mandalay und so weiter. Also wir haben viel von der Welt gesehen mit diesen Oldtimern. Und was auch noch sehr schön ist, mit den Oldtimern unterwegs zu sein, man hat eigentlich eine Gruppe von Leuten, die das macht, die eigentlich sehr interessante Leute sind. Und also da entstehen Freundschaften, wo über Jahre leben, wo man aufbaut. Rudi Hug ist ja so einer, der auch mitgemacht hat, den ich kenne von dieser Zeit. Und ja, das ist ein super Erlebnis. Und den Oldtimer zu verbessern mit moderner Technologie, so heute hat man ja von Restomod, das wäre für dich aber kein Thema. Entschuldigung, Der Oldtimer verbessern mit moderner Technologie, ja, gut, wie es zum Teil passiert, oder? Ja, ja, ein bisschen muss man schon verbessern, weil so eine alte Kiste hebt das natürlich nicht durch die Wüste der Mongolei zu gehen oder durch Gobi. Da muss man schon Veränderungen machen. Also man muss eine Aufhängung schaffen, man muss das Auto höher setzen. PS hat man meistens auch zu wenig, da braucht man schon ein bisschen mehr PS. Also ins Innere von so einer alten Karre kann man natürlich schon ein bisschen Technologie rein tun, dass man mehr Leistung kriegt. Das habe ich auch gemacht. Aber mit der Technologie aus der Zeit oder mit moderneren Technologie? Nein, das nicht. Also, der Block ist immer noch von dieser Zeit und man macht natürlich eine andere Kurbelwelle rein, Pleuel und Kölben. Und
Aber das hätte man damals auch können, wenn man gewusst hätte, wie, oder? Ja, ja. Ja, bei Kleinigkeiten muss man schon machen. Und und die Getriebe, das musste ich auch verstärken. Das hatte ich auch keine Chance gehabt. Es waren nur drei Gänge drin, die vier gebraucht. Mhm. Aber das Gehäuse ist immer noch. Aber es hat jetzt vier Gänge. Okay. Und weil es ist jetzt der Lieblings-Oldtimer, ist das immer noch die Citroën Taxi Ava? Ja, es ist das Auto, das mir gut gefallen hat. Aber jetzt, glaube ich, hat die alte Dame ausgedient. Die hat jetzt genug drin, weil die werden die schon noch brauchen, ab und zu, aber nicht mehr für grosse. Okay. Zurzeit baue ich einen Escort auf. Ein Escort RS. 1600? 2 Liter. 2 Liter. Mit dem Pinto-Motor? Oder? Nein, BDG. Okay. Also richtiger? Richtiger. Okay. So wie es damals bei der Rallye gebraucht haben. Ja. Und den möchte ich jetzt brauchen für Taking Paris nochmal, das dritte Mal. Jetzt ist es 2023, jetzt soll es nächstes Jahr sein. Aber jetzt ist es verschoben worden. Und nach, wird es durchhalten? Ja, ja. Der wird auch leicht verstärkt. Ja, nur schlimm. Gut, mit den Autos sind sie ja schon mal um die Welt gefahren, damals schon, oder? Da die Sydney, London Sachen und so. Ja. Das mindestens hat damals ja gehabt. Solides Auto, ja. Und ein bisschen schneller als die Traktion in mir. Ja. Und was sind sonst schon Pläne für die nächste Zeit? Ja, ich muss immer noch arbeiten. Ja, dürfen müssen. Ja. Wir haben immer noch viele Projekte, die wir wollen erledigen. Also IndyCar, das läuft weiter. Mhm. Jetzt wieder mit Chevy. Zwischen denen haben ja IndyCar gemacht für Mercedes, dann Honda und jetzt wieder Chevy. Mhm. NASCAR machen wir Entwicklung für Penske. Mhm. Rallye-Motoren machen wir. Okay. Also immer noch voll beschäftigt. Ja, ja. Und da kann man immer noch Peking Paris fahren zwischendurch. Das geht dann. Das geht. Man muss einfach dann ein bisschen delegieren. Mhm. Oh, das geht jetzt. Also, die Freiheit nehmen wir jetzt aus inzwischen. Ja. Der Gordon Mark. Du machst noch Schiffsmotoren, Mario. Bitte? Du machst noch Schiffsmotoren. Ah ja, das haben wir auch noch. Ja, ja. Wie ist das gekommen? Ja, das ist. Roger Penske hat Mastercraft gekauft. Die Bootsfirma. Und dann hat er gesagt, ich brauche einen Motor. Machen etwas. Und dann haben wir halt angefangen, Motoren bauen für Boot. Auch wieder auf grüner Wiese, oder? Nein, das machen wir in Amerika, nicht in England. Bootsmotoren. Der Penske hat das Rennteam in Mooresville, in North Carolina. Und der hat dort ein riesen Areal. So groß, dass er nicht alles können besetzen konnte. Und das ist ein Betrieb war eigentlich leer. Und das hat sich dann eigentlich ergeben, dass wir dort einziehen und dort Motoren bauen. Weil Mastercraft ist nicht weit weg von dem Standort. Und das haben wir dann dort angefangen. Und inzwischen bauen wir etwa 3.500 Motoren im Jahr. Für Boot. Die Hauptsache Mastercraft. In der Schweiz tun wir den Bösch ausrüsten zu 100%. Sind weniger, aber immer auch gut. Und dann in Amerika gibt es so ein paar Firmen, die Boote haben, die so Holzboote bauen. Die haben dann auch Motoren. Okay. Rennwagen, Boot. Der Gordon Murray baut einen neuen Supersportwagen. Das wäre doch auch noch etwas für Mario Ilien, einen Supersportwagen zu bauen. Mal. Ein Ilmor, irgendetwas. Ja, ja. Die Gelegenheit, ja, es gibt immer wieder eine Gelegenheit. Aber wenn man das will machen, es muss eine gute Gelegenheit sein. Weil den meisten geht das Geld aus, bevor das Projekt fertig ist. Das ist immer ein bisschen das Problem. Der Gordon Murray hat jetzt eigentlich ein sehr interessantes Auto gebaut. Mit dem Cosworth V12, einem kleinen V12. Hochdrehend, ja. Ja.
Das ist eigentlich ein schönes Auto, ein schöner Motor. Die Frage ist dann am Schluss, ob sie das finanzieren können. Das ist immer ein bisschen das Problem. Mhm. Zwei, drei Autos bauen kann man schon. Aber wenn man eine Serie will bauen, dann wird es schwierig. Mhm. Und verdienen tut man am Schluss auch nichts. Aber es ist interessant. Ein schönes Hobby, oder? Ja. Und nicht jeder kann seinen Namen auf einem Auto haben, oder? Ja. Und viele probieren es immer wieder, bekanntlich. Ja. Und rallymässig, was passiert nächstes Jahr? Eben, Peking Paris wird nicht stattfinden. Jetzt ist ein interessantes Rallye in Mongolei. Mhm. Also nur um in der Mongolei zu fahren. Das interessiert mich jetzt eigentlich noch. Möglichkeit. Also jetzt müsste Ford noch fertig werden? Oder? Ja, der wird schon fertig. Peking, Paris, das Interessante ist eigentlich Mongolei und Sibirien. Habe ich als Interessanteste gefunden. Und wenn wir jetzt nur Mongolei machen können, das wäre sicher eine tolle Sache. Zählt dann natürlich, zur Hauptsache. Mhm. Aber das ist eigentlich auch Teil vom Guten. Dass man das Feuer macht und das Feuer hockt. Und nicht von Luxushotel zu Luxushotel muss reisen. Nein, um Gottes Willen. Ja. Wunderbar. Ich bin noch gerne das Publikum. Gibt es irgendjemanden, der noch gerne eine Frage stellen würde an Mario Ilien? Mario, darf ich die Frage der Formel 1? Honda hat jetzt aufgehört. Oder hast du die Motoren entwickelt? Sind das auch viele Motoren? Wir haben mitentwickelt mit Honda. Also vor 4 Jahren ist Honda zu uns gekommen und hat gefragt, ob wir könnten mithelfen. Die haben ja am Anfang ein bisschen Mühe gehabt mit der neuen Technologie und wir dürfen 4 Jahre jetzt mithelfen. Leider kommt das zum Ende, weil Honda offiziell aufhört Ende Jahr. Und die werden aber Red Bull nächstes Jahr auch noch beliefern, aber nicht mehr unter dem Namen Honda. Ja, das wissen wir noch nicht, wie das weitergeht. Wir können natürlich nicht Rallye machen und Motoren machen. Wie fängt man von vorne an, wenn man einen Formel 1 Motor baut? Man kann ja auch jetzt auf das nächste Jahr in der Geschichte zurückgreifen. Aber wenn man dort neu einsteigt, ist ja das verschlossen. Ja, also das Reglement tut man schon einiges bestimmen, was man machen kann. Aber man sollte wissen, ist immer, wenn man mit einem neuen Blatt Papier anfängt, dass man nicht Kompromiss mit einbaut, wo man gut, das Wissen, das man vom Jahr vorher hat, trägt man sicher mit. Aber man muss sich auch relativ freischaufeln und wieder anfangen, was man Fortschritte macht. Wunderbar, also dann danke ich vielmals für die Gelegenheit zum Gespräch. Und der Dani hat jetzt noch etwas vorbereitet. Erstmal danke vielmals, Mario. Und normalerweise gibt es einen Blumenstrauß oder eine Flasche Wein. Okay. Aber ich kenne dich mittlerweile gut. Darum habe ich dir etwas mitgebracht, das du sicher Freude hast daran. Es ist in einem Passepartout drin und ich werde es nicht auspacken, weil Fingerabdrücke und so macht es kaputt. Ich habe es aber ausgedruckt, damit du weißt, was du bekommst. Und die anderen können den Ausdruck auch noch anschauen, wenn es will. Zwar zeigt sich hier, dass deine Tochter dir mitgeholfen hat, und zwar am Indie-Motor, Stockblock, Mercedes-Motor. Auf Stoßstange natürlich? Jawohl. Okay. Ja, das war auch noch eine interessante Sache. Ein Stoßstangenmotor, den wir gemacht haben. 94. Wie das Reglement das eigentlich bevorzugt hat, oder? Ja, es ist. In Indien ist immer ein bisschen komisch. Die Indien ist ja von der USAC wird das sanktioniert. Und Buick hat als amerikanischer Hersteller dort mitgemacht, mit einem V6-Motor. Basierend war auf einem Stockblock.
Und die sind recht schnell geworden, aber nie gekippt. Immer in die Luft gegangen. Und dann haben die natürlich gejammert, Jahr für Jahr. Und die USAC hat ihnen immer ein bisschen mehr Freiheiten gegeben. Und dann Ende Rennen 93, wo es eigentlich recht gut ausgesehen, aber wieder die Motoren hochgegangen sind, hat die USAC gesagt, so, jetzt sind wir frei. Wir müssen nur noch einen Motor machen, der Stoßstangen hat, zwei Ventile, aber es muss nicht mehr aus der Serie kommen. Mhm. Gut. Haben die das beschlossen? Ende Mai 1993. Da sind wir zusammengehockt mit dem Penske in Phoenix, haben wir ihn getroffen, im Wigwam Hotel. Nachdessen habe ich Penske gesagt, wenn wir jetzt so einen Motor bauen, haben wir mindestens 900 PS. Sagt er, sicher, absolut sicher. Und wir können einbauen mit der gleichen Länge und Abmaß wie der Rennmotor. Er sagt, ja, dann machen wir es. Dann haben wir 6 Monate Zeit gehabt, so einen Motor zu konstruieren und zu bauen. Und der ist dann auch nach 6 Monaten auf dem Prüfstand gewesen. Wir haben aber nicht einen 6-Zylinder gemacht, sondern einen 8-Zylinder gemacht. Wir haben dann 3 Monate können testen, im Prüfstand und im Auto. Wir haben auf Anhieb über 1000 PS gehabt. Und den ersten Test haben wir in Nazareth gemacht, auf einer Rennstrecke, die Penske gehört hat. Da mussten wir zuerst den Schnee räumen. Und dann sind wir dort gefahren. Und dann haben wir ein Problem gehabt. Und zwar mit den Kolbenbolzen. Das hat nicht aufhören. Wir haben den Kolbenbolzen längs gerissen. Bis am letzten Test in Michigan. Dort hat es gehabt. Das erste Mal 500 Meilen. Erst im Nachhinein ist uns klar geworden, warum das nicht gehabt hat. Und zwar sind wir bei so kalten Temperaturen gefahren, dass wir so hohe Zylinderdrücke hatten, was uns die Bolzen überlastet hat. Das Michigan war dann einfach wärmer. Dort war es wärmer. Und nachher sind wir in Indianapolis mit dem Motor gerade auf Pole-Position gefahren, das Rennen gewonnen und das ist verboten worden. Okay. Es ist relativ zackig gegangen. Und in Indy haben wir über 11.000 Kilometer gefahren im Monat Mai. Und nicht ein Defekt gehabt. Aber nachher direkt ins Museum. Also uns haben sie ins Museum geschickt. Buick konnte weitermachen, die Amerikaner. Sie haben nur uns verbannt. Und durch eine Reglementsänderung irgendwie? Da ist maximal 60 Zylinder sind irgend so. Nein, nicht einmal. Die haben einfach gesagt, sie wollen uns nicht mehr. Und was dann auch noch interessant war, auf dem Motor ist ein Mercedes gestanden. Schaut mal. Wir sind am 6. April 1994 sind wir auf Stuttgart geflogen. Und der Chef von Mercedes damals ist der Helmut Werner. Wir haben ihn getroffen im Büro, haben das Projekt vorgestellt. Das war natürlich noch völlig geheim. Er natürlich absolute Geheimhaltung gehabt. Der Penske hat das, muss man sich auch noch sagen, der Penske hat einen separaten Shop aufgebaut, unterirdisch, wo man die Autos zusammengebaut hat, um zu testen zu gehen. Das war nur eine eingeweihte Mannschaft, jemand anderes hätte nie kommen dürfen. Da haben wir Security kaum drin, Strecke, was ja niemand schauen kann oder etwas erfahrt. Eben nicht mal die eigenen Leute. Bei uns war auch absolute Geheimhaltung. Wenn das rausgegangen wäre, was wir so ein Projekt machen, wäre es natürlich verboten worden. Bevor wir antreten können. Bevor wir hätten können antreten. Wo wir antreten sind, hätten sie das natürlich nicht mehr können machen. Und wir müssen während der Training, wir müssen lupfen, wir müssen, wie man sagt, Sandbag. Damit man nicht zu schnell sieht. Ja, wir sind mit 412 über die Ziellinie gefahren. Und im dritten Gang haben wir einen durchdrehenden Räder gehabt.
Nein, es ist, wir, zu dem Zeitpunkt, wir hatten über 200 PS mehr gehabt als jeder Konkurrent. Ja, das gibt es nicht oft im Leben, was man so etwas macht. Aber das war eigentlich ein gutes Projekt gewesen. Und jetzt noch wegen Mercedes. Ja. Dann sagt der Helmut Werner zum Penske, das ist interessant, wenn du drei Motoren, alle drei Autos mit dem Motor einsetzt, bin ich dabei. Anschlag, und dann haben wir Mercedes drauf gesehen. Und die haben das nicht mehr dann auch finanziert, oder? Nein. Das war eigentlich der Einstieg gewesen, was Mercedes bei uns eingestiegen ist, bei Formel 1. Mhm. Das war eigentlich unser Einstiegsgeschenk an dir. Generöse Geste. Ja. Wunderbar. Dann danke ich nochmal und gebe zurück an Thomas Meister.